Für mein Sonntagsfahrvergnügen habe ich mir vorgenommen, mal wieder Straßburg im Elsass zu besuchen, um die Grenzüberfahrt in Corona-Zeiten zu testen. Die Anfahrt erfolgte wie bei der Schwarzwaldtour über Karlsruhe bis Rastatt. Dort allerdings nahm ich die Landstraße L75 parallel zur A5 und am rechten Rheinufer, um über Rheinmünster und Lichtenau nach Kehl zu gelangen. Linksseitig erhoben sich die Ausläufer des Nordschwarzwaldes, auf der rechten Seite über dem Rhein die Vogesen in Frankreich. Vor Lichtenau erinnert mich das Hinweisschild an das romanische Münster in Schwarzach, das einst zu einem Benediktinerkloster gehörte. Einen kleinen Umweg nehme ich dafür in Kauf. Das Moped abstellen zwischen Gasthaus und Rathaus. Das Gasthaus war wegen Corona geschlossen. Hoffentlich kontrolliert hier nicht die Polizei. Nach wenigen Schritten fällt mir auf, dass das Gotteshaus von stattlicher Größe ist. Der Eindruck verstärkt sich nach dem Eintreten noch mehr. Der Innenraum mit den hellen Wänden lässt die Gegenstände ruhig auf den Besucher einwirken. Der Altarraum wirkt akzentuiert hell und ist dekoriert für den ersten heiligen Kommunionsgottesdienst. Auf der Westempore in einem barocken Gehäuse die Orgel. Sie stammt aus dem Jahre 1758. Wertvoll auch der barocke Altar im nördlichen Querhaus. Wieder im Freien lese ich am Pfarrhaus den Traufenspruch und mache mich auf in den Garten. Durch Kriegswirren mehrfach zerstört, ist dies der vierte Kirchenbau an dieser Stelle. Es wird vermutet, dass das Münster ab 1220 gebaut wurde, nach dem Vorbild des Wormser Domes, weil diese Bauart im Umfeld von Worms und Straßburg öfters zu finden ist. Zurück in den Sattel und auf die Straße. Wie auf der Karte zu sehen war, vorbei am Gasthof Blume in Scherzheim, der einst sehr empfehlenswert war, aber leider auch geschlossen. Nach wenigen Kilometern dann kam ich nach Kehl problemlos ohne Kontrolle über die Grenze nach Straßburg. Die Susi am Rande der einladenden Altstadt abgestellt und mich erstmal staunend umgesehen.
Ich war lange nicht mehr hier. Vieles ist seit meinem letzten Besuch schöner und gepflegter geworden. Ein zentraler Rundblick hat man von der Brücke über das Flüsschen Ill. Die Altstadt auf der Grande Ile ist heute Weltkulturerbe und verwaltet die Region Grand Est, die Präfektur Bas-Rhin und das Arrondissement Straßburg mit 33 Gemeinden und somit ca. 1 Million Einwohner in Stadt und Umland. Nach einigen Metern des Wegs ein erster Blick auf das berühmteste Bauwerk der Stadt, das Münster. Das Gässchen entlang der Souvenirlädchen ist schon etwas mehr besucht. Auf dem Platz entlang der befahrbaren Durchgangsstraße steht ein nostalgisches Karussell. Die Franzosen waren im Bau dieser Drehgeräte einst sehr berühmt. Das Liebfrauenmünster gehört zu den bedeutendsten Kathedralen der europäischen Architektur. Es ist eines der größten Sandsteingebäude der Welt mit seinen 142 Meter hohen Turm, der weithin sichtbar die elsässische Ebene überragt. Von außen schon zu bewundern die herrlichen filigranen Skulpturen und Ornamente aus Vogesen Sandstein, die das gotische Bauwerk zieren. Zu einer Innenansicht wollte ich mich nicht an der langen Warteschlange anstellen, weil sich der Himmel zugezogen hatte und ich mit Regen rechnen musste. So trat ich dann auch kurz entschlossen den Rückweg an, wollte, wenn es mit dem Wetter möglich gewesen wäre, noch nach Hagenau fahren, hat sich aber leider dann doch nicht machen lassen. Auf der französischen Rheinseite in die Gemüsepfalz um Germersheim und Speyer geradewegs nach Hause. Bei einer kurzen Regenpause nochmal der Blick auf die nördlichen Vogesen. Lediglich einen Halt machte ich noch am Storchennest in einem Örtchen, das ich kurz streifte. Leider endete der schöne Sonntagsausflug im leichten Regen. Nach Hagenau fuhr ich dann einige Sonntage später.